ich hoffe, euch geht's gut. Heute ist ein sehr besonderer Tag für mich, denn heute ist Freitag der 13. und heute ist es mal mein Glückstag. Denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, ab heute ist New, also meine Haarpflegeprodukte, in jedem DM in ganz Deutschland und Österreich erhältlich. Und das ist nicht das einzige Positive, was heute passiert ist, sondern ab jetzt sind auch einige neue Teile in meinem X-Later-Shop online und ich freue mich einfach nur so sehr darüber. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr es an dieser Stelle sehr gerne tun. Einfach... Leute, Daumen hoch, falls ihr auch einen bescheuerten Menschen bei euch im Freundes- oder Familienkreis habt, weil Jonas hat wirklich manchmal einen Dachschaden. Auf jeden Fall, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Einfach auf den roten Abonnieren-Button klicken. Und jetzt kommen wir endlich zu diesem Video. Wie ihr wisst, habe ich seit einem Jahr den X-Later-Shop, also der www.xlater-shop.de. Und da gibt es einige Teile von mir, die ich selber designt habe, wie zum Beispiel T-Shirts oder Hoodies und sonstige Sachen. Und ich habe pro neuer Kollektion immer nur so 3 Sachen ungefähr released. Und diesmal sind es einfach 9. Also der X-Later-Shop kommt einfach so gut bei euch an und ich habe so viel positives und liebes Feedback von euch bekommen. Und deswegen ist die Sommerkollektion jetzt etwas größer ausgefallen und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Und das erste Teil aus der neuen Kollektion trage ich jetzt gerade schon. Und zwar ist das diese rosa Sweatshirt-Jacke hier. Und ich liebe sie einfach nur total. Ich trage jetzt gerade Größe S. Ich kann euch hier auch sehr gerne mal ein paar Bilder einblenden von dieser Sweatshirt-Jacke. Und seitdem ich sie habe, also seitdem ich das Sample habe, trage ich sie wirklich nur noch. Ich habe sie auch letztens, als ich mal in Berlin war, irgendwie 3-4 Tage hintereinander getragen. Und das habt ihr dann auf Insta-Story gesehen. Und da habe ich schon so manche Fragen von euch bekommen, von wegen, ob ich denn nichts anderes zum Anziehen hätte, weil ich einfach 4 Tage hintereinander dieselbe Sweatshirt-Jacke getragen habe. Aber Leute, ich liebe diese Jacke einfach nur total. Was ich an der Jacke sehr gerne mag, ist vor allem hinten das Design. Und zwar ist das einmal ein Sechseck mit einer Rose drin. Und falls ihr es nicht gemerkt habt, New besteht eben auch aus einem Sechseck. Also das Logo ist ein Sechseck. Und ich mag Sechsecken allgemein sehr gerne. Und ich liebe natürlich auch Rosen, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Denn sonst gäbe es eben nicht diese Rosen-Edition von New. Und ich wollte, dass sich das Ganze auch bei meiner neuen Kollektion widerspiegelt. Und so ist dann dieses Design hier entstanden. Und ich mag das einfach nur sehr, 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 sehr gerne. Und bei diesem Zipper gibt es auch so ein paar coole Stickereien. Und zwar ist vorne einmal X-Later aufgestickt, aber sehr dezent. Und auch hinten an der Kapuze. Aber das Ganze ist wirklich nur sehr dezent sichtbar. Also man muss schon wirklich drauf achten, weil eben die Stickerei exakt dieselbe Farbe hat wie der Zipper. Ich wollte eben nicht, dass es so in your face ist, sondern wirklich einfach dezent. Ich mag solche Sweatshirt-Jacken im Sommer einfach total, weil man die immer überziehen kann. Und ich finde die Farbe auch sehr schön und sommerlich. Und es ist einfach mein Favorit aus der Kollektion. Natürlich findet ihr den Link zum Shop in der Infobox. Und mein X-Later Shop hat übrigens auch eine eigene Instagram-Seite. Und zwar heißt die X-Later-Shop. Und der Seite könnt ihr dann natürlich auch sehr gerne mal folgen. Das hier ist das nächste Teil. Und einige von euch haben das schon entdeckt, denn ich habe das letztens in einem Video getragen. Und es sah so ausgetragen. Und sehr, 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 sehr viele haben erkannt, dass es sich hierbei um das Fernweh-Symbol handelt. Von meinem Fernweh-Hoodie. Und der Fernweh-Hoodie kam einfach echt am besten bei euch an. Der wurde total gefeiert und den haben sich echt die meisten von euch geholt. Und das ist eigentlich ganz witzig, dass jetzt dieses Fernweh-T-Shirt entstanden ist, denn das war eigentlich nicht so geplant. Das T-Shirt hier ist eigentlich nur durch einen Fehler entstanden, denn wir hatten für den Fernweh-Hoodie eben diese Folien hier bestellt, also dieses Herz hier mit dem Flugzeug und wir hatten aus Versehen die Folien mal in schwarz bestellt. Aber zum Glück noch in einer sehr kleinen Menge, deswegen war es jetzt nicht so schlimm und wir wollten die Folien dann einfach wegschmeißen. Aber dann habe ich gesagt, ob wir nicht einfach zum Spaß die schwarze Folie auf ein weißes T-Shirt drucken können, weil ich mag diese weißen T-Shirts hier vom Schnitt sehr gerne. Das ist nämlich vom Schnitt das weiße T-Shirt, was wir auch bei dem Love Your Selfie T-Shirt zum Beispiel haben. Und dann wollte ich eben einfach nur für mich das T-Shirt haben. Mit dem schwarzen Fernweh-Design, einfach weil ich so gerne mag. Und das ist schon ungefähr ein halbes Jahr her oder so. Ich habe dieses T-Shirt einfach so gerne getragen, dass ich mir dann gedacht habe, warum mache ich das nicht einfach auch als ein Stück für meine neue Kollektion? Und so ist dann dieses T-Shirt entstanden. Also einfach nur durch einen Fehler bin ich dann auf diese Idee gekommen, das Ganze eben auch nochmal so rauszubringen. Und hinten steht dann X-Later. Diesmal steht es aber ein bisschen anders da. Also die Schrift ist gleich, aber dieses Logo haben wir jetzt weggelassen. Vorher war ja immer hier noch dieses schwarze X mit dem integrierten Herzen. Aber ich wollte es einfach noch viel dezenter halten, dieses ganze X-Later-Branding. Und ja, deswegen steht jetzt hier nur X-Later und nicht mehr dieses schwarze Logo. Und so sieht dann hier dieses Fernweh-T-Shirt aus. Ich mag es total und ich habe auch sehr viele Komplimente dafür von euch unter dem Video
Video bekommen, in dem ich es getragen habe. Und deswegen macht mich das sehr happy und stolz. So, weiter geht es jetzt mit einem weiteren T-Shirt. Wie ihr wisst, ich liebe einfach weiße T-Shirts. Und ich liebe auch einfach den Schnitt von den weißen T-Shirts, die wir immer verwenden. Und deswegen wollte ich noch ein paar weitere weiße T-Shirts rausbringen. Und das nächste ist für mich ganz besonders. Das ist auch wieder so ein bisschen von New inspiriert. Und zwar sieht das so aus. Das hat hier vorne nämlich so ein fruchtiges Design. Es ist so eine Mischung aus einer Kokosnuss und einer Ananas und da drin steht I need Vitamin C. Denn das war auch so ein Spruch, den ich sehr gerne als Instagram-Caption genommen habe. Und wie ihr wisst, ich liebe einfach das Meer. Ich liebe den Sommer. Wer meinen Instagram-Feed kennt, der weiß da schon, dass die Hälfte von meinen Bildern irgendwie am Meer oder in der Sonne ist. Und das Ganze ist in so einem mega schönen goldenen Druck und hinten das X-Later ist dann auch in so einem goldenen Druck. Und ich finde dieses T-Shirt einfach nur perfekt für den Sommer. Weiter geht es jetzt mit dem nächsten Teil und das ist auch inspiriert von einem Teil, das wir bereits im Shop haben. Und zwar ist das der Tubby-Sweater. Und jetzt haben wir eben passend für den Sommer das Tubby-T-Shirt quasi rausgebracht. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, hier die Schnurrhaare sind tatsächlich von Tubby inspiriert. Also die sind von einem Foto quasi nachillustriert. Und ich finde es einfach nur so, 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 so schön. Hier die Nase haben wir so ein bisschen als ein Herzchen dargestellt. Und hier an der Seite steht dann auch noch Miau. Und es ist eben ein schwarzes T-Shirt. Das habe ich auch letztens schon mal auf Insta-Story getragen. Und da haben mich auch einige gefragt, woher das ist und ob das nicht irgendwie ein Teil aus meiner Kollektion ist. Und ja, hier ist es. Ich finde es wirklich super, super schön. Und hier hinten steht dann auch nochmal ein X-Letter drauf. Wie gesagt, auch wieder ohne dieses Bildlogo, sondern wirklich nur dieses Schriftlogo. Und so sieht das jetzt aus. Das nächste Teil habe ich euch wirklich noch nirgendwo gezeigt. Bei den ganzen anderen Sachen war es schon so, dass ich die öfter mal auf Instagram getragen habe oder wenn ich einfach die Samples so Probe getragen habe und getestet habe, dann habe ich jetzt nicht so wirklich drauf geachtet, sie zu verstecken. Aber bei dem Teil hier habe ich wirklich extrem darauf geachtet, dass ihr davon gar nichts vorher seht. Ich habe euch nur die Farbe verraten. Und zwar wussten ja einige von euch schon, dass es ein Teil in Mint geben wird. Und das, was ich hier halte, ist eben dieses mintfarbene Teil. Und zwar ist das hier. Das ist ein Hoodie und ich habe mich einfach so in die Farbe verliebt. Ich finde sie einfach perfekt für den Sommer und ich trage im Sommer eben auch ganz gerne Hoodies. Vor allem abends, wenn es mal kühler wird. Und außerdem, der Sommer in Deutschland ist ja nicht immer so sommerlich. Ich glaube, das wissen wir ja alle. Und auf dem Hoodie steht drauf, Kaffeekonturkrone. Und das ist so ein bisschen mein Motto in letzter Zeit gewesen. Ich hatte einfach nur so unfassbar viel Stress wegen der Uni und wegen New. Und ich glaube, jeder kennt das, dass man so ein paar sehr stressige Phasen hat. Und dann bin ich in dieser Zeit auf den Spruch Kaffeekonturkrone gestoßen. Und ich fand, er hat irgendwie alles in meinem Leben sehr gut beschrieben. Und ich habe den Spruch einfach nicht vergessen. Und deswegen wollte ich unbedingt, dass der Spruch irgendwo bei meiner Kollektion vorkommt. Und hier ist er. Was ich an diesem Hoodie auch so gerne mag, ist hier vorne einmal dieses Bauchtäschchen hier oder wie auch immer man das nennt. Und was so, 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 so cool ist, ist die Kapuze, denn hier ist einfach eine Krone drauf. Das heißt, wenn man die Kapuze aufhat, dann sieht es so aus, als würde man eine kleine Krone tragen und ich mag das so gerne. Er ist so weich und deswegen liebe ich es auch total, den zu tragen. Weil die Frage auch immer mal wieder vorkommt, kann ich das jetzt auch sehr gerne beantworten. Und zwar, wo werden eigentlich die Teile vom X-Delta Shop produziert? Und zwar ist das Italien. Also alle Teile, die ich euch hier zeige, kommen aus Italien und werden dort produziert und ich war bis jetzt immer sehr zufrieden mit der Qualität. Ich arbeite bei meiner Kollektion mit Holy Mesh zusammen. Also falls ihr schon mal bei Holy Mesh bestellt habt, zum Beispiel weil ihr Merch von Luca gekauft habt oder von ganz, ganz vielen anderen Leuten, die zum Beispiel auch bei Holy Mesh sind, dann kennt ihr schon vielleicht so ein bisschen die Qualität von Holy Mesh. Ich war bis jetzt immer sehr zufrieden damit und ich bin deswegen natürlich auch mit allen Teilen aus der Kollektion happy. Bei der nächsten Sache freue ich mich wirklich sehr, dass die endlich im Shop drin ist, weil es eben so, so gut zu mir passt. Und zwar, wer mich kennt, der weiß, dass ich immer solche Popsockets hier an meinem Handy habe. Und deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, auch Popsockets in den Shop aufzunehmen. Und zwar sind es direkt zwei Stück. Einmal dieser hier. Der ist so schwarz-weiß. Er hat wieder dieses Sechseck mit dem Rosendesign. Also das, was auch hinten auf der Sweatshirt-Jacke ist. Nur hier ist es in schwarz-weiß. Und dann steht hier mini klein X-Letter drauf. Und ich kann einfach ohne Popsockets nicht leben. Und dass ich jetzt quasi meine eigenen habe, ist schon sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und es gibt nicht nur den in schwarz-weiß, sondern auch diesen hier in rosa. Das ist derselbe rosa Ton wie die Sweatshirt-Jacke und es ist eben dasselbe Design wie hinten auf der Sweatshirt-Jacke. Und ich fand das einfach nur eine so, so coole und süße Idee, weil es eben dann so richtig schön Matching ist. Und deswegen gibt es eben auch noch diesen Popsocket hier. Und da gibt es auch noch zwei weitere T-Shirts in meinem Shop und die gehören quasi so ein bisschen zusammen. Und das ist so ein richtig krasser Community-Insider. Das wissen jetzt wahrscheinlich nur die Leute, die mir auf Instagram folgen. Dafür wissen die es auch sehr intensiv. Und zwar ist das meine Liebe zu Bo.
Brokkoli. Beziehungsweise nicht nur meine Liebe, sondern auch die Liebe von Jonas zu Brokkoli. Es klingt so ein bisschen absurd. Brokkoli ist halt voll die Sache, entweder man mag es oder man mag es nicht. Und deswegen habe ich euch auch öfter auf Insta-Story gefragt, ob ihr Brokkoli mögt oder nicht. Und irgendwie haben wir sehr häufig über Brokkoli gesprochen. Vielleicht sogar ein bisschen zu oft. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, Brokkoli-T-Shirts zu machen. Ich weiß, es klingt bescheuert, aber ich hatte einfach wahnsinnig Bock drauf. Und durch den X-Later-Shop habe ich eben auch die Möglichkeit dazu. Und deswegen wollte ich es einfach machen. Und ich wollte euch dann hier die Möglichkeit geben, euch in zwei Teams aufzuteilen. Und zwar einmal die, die für Brokkoli sind und dann auch noch die, die gegen Brokkoli sind. Denn Leute, ich weiß, dass nicht jeder von euch Brokkoli mag. Auf jeden Fall gibt es einmal dieses T-Shirt hier. Da steht dann Bro-Cutie. Und ich liebe dieses T-Shirt einfach nur total. Ich meine, Leute, ich kann euch das jetzt mal gerade zeigen. Ich trage das auch. Ich bin einfach nur so ein krasser Fan von diesem Bro-Cutie-T-Shirt. Irgendwie spiegelt das mein ganzes Leben wieder. Ich liebe Brokkoli und ich liebe einfach das Wort Bro-Cutie. Und das jetzt einfach auf ein T-Shirt drucken zu können, ist irgendwie so eine Art, ich weiß nicht, Selbstverwirklichung. Fällt das in diese Kategorie? Auf jeden Fall macht es mich einfach so glücklich, dass ich dieses T-Shirt hier habe. Und ja, so sieht das eben aus. Da steht dann einmal Bro-Cutie und hier an der Seite steht dann Pro-Brokkoli, weil es eben das T-Shirt für Brokkoli ist. Hier hinten steht dann wieder X-Letter, ganz dezent, und so sieht dann dieses weiße T-Shirt hier aus. So, und wenn es ein Pro-Brokkoli-T-Shirt gibt, dann gibt es natürlich auch ein No-Brokkoli-T-Shirt, und zwar ist das dieses hier. Und da steht drauf, I don't like you either. Und ich liebe das einfach nur total. Das war inspiriert von einem Post, den ich auf Instagram gesehen habe, also den ich häufiger auf Instagram gesehen habe. Und zwar ging es da auch um Brokkoli und dann stand da sowas in die Richtung von wegen, oh, du magst Brokkoli nicht? Naja, vielleicht mag Brokkoli dich ja auch nicht. Und davon inspiriert ist dann eben dieses T-Shirt hier entstanden. Wie gesagt, das ist einfach so ein richtiges Community-Ding. Leute, die Hardcore-Fans von mir, die kennen das Ganze schon. Und hier ist dann eben der I don't like you either Spruch drauf. Dann ein motziges Brokkoli. Und dann steht hier No Brokkoli an der Seite. Hier hinten ist dann wieder X-Later. Ganz fein gedruckt. Und das waren meine Brokkoli-T-Shirts. Schreibt mir jetzt unbedingt in die Kommentare, welches Teil aus der neuen Kollektion euch am besten gefällt. Ich glaube, bei mir ist es die Sweatshirt-Jacke. Aber auch nur ganz, ganz knapp in Führung ist diese Sweatshirt-Jacke. Ich weiß auch nicht warum, aber das ist irgendwie so mein absolutes Herzstück. Und von allen Teilen habe ich das jetzt schon mit Abstand am häufigsten getragen. Wie gesagt, ihr findet den Shop in der Infobox verlinkt. Da könnt ihr sehr gerne mal vorbeischauen. Falls ihr in meiner neuen Kollektion gar nichts findet, was euch irgendwie gefällt, dann könnt ihr natürlich auch sehr gerne bei DM vorbeischauen. Ich meine, es gibt ja immerhin auch noch New. Und ansonsten könnt ihr auch sehr gerne auf das i klicken. Dort findet ihr ganz, ganz viele weitere Videos von mir. Das ist einmal ein Video, in dem ich über ein 2-Meter-Ding rede. Das ist ab sofort bei DM gibt. Und hier drunter findet ihr ein Video, in dem ich zu einer Drag Queen verwandelt wurde. Hier sind meine Social-Media-Seiten. Hier könnt ihr mich abonnieren. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!